Wir begrüßen jetzt Nils Schmadtke bei uns in der Sendung. Wir freuen uns, dass er mit dabei ist, der neue Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach. Er selbst stand auch schon für die Fohlen im Tor. Vielleicht ist das ja auch eine Lösung, falls es mal eng werden sollte im Kasten der Gladbacher. Also herzlich willkommen, Nils Schmadtke. Schön, dass er mit dabei ist. Hi, Nils. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Also ich genieße, wenn es in Ordnung ist, weil wir kennen uns schon natürlich etwas länger. Und deswegen sei es mir verziehen, dass ich ihn nicht sehe. Wir müssen uns noch kennenlernen, dann bleiben wir nochmal beim Genau, das holen wir jetzt nach. Sonny, herzlich willkommen. Wir wollen natürlich über das Spiel gestern reden, hätten dich hier sehr gerne begrüßt. Mit 3 Punkten im Rücken, dem ist aber nicht so, 0-1. Grundsätzlich, wie hast du geschlafen heute Nacht? Ja, wenig, muss man sagen. Ist natürlich nach so einem nervenaufreibenden Spiel, in dem wir dann wirklich alles versuchen und dann nicht belohnt werden, ist es immer schwierig, dann abends ins Bett zu gehen und zu schlafen. Man macht sich schon noch viele Gedanken. Die Nacht war auf jeden Fall kurz. Ja, nach 5 Spielen 2 Punkte, das ist natürlich nicht das, was man sich vorstellt bei Borussia Mönchengladbach. Nun habt ihr allerdings auch mit Leverkusen, Bayern und jetzt Leipzig schon in 5 Spielen die größten Brocken der Liga gehabt. Fühlt man sich ungerecht behandelt vom Spielplan dabei? Nein, wieso sollen wir uns ungerecht behandelt fühlen? Ich glaube, man muss am Ende gegen alle spielen. Von daher ist es natürlich nicht einfach, wenn alle auf einmal kommen, alle zu Beginn kommen, vor allem in dem Prozess, in dem wir uns derzeit befinden. Aber am Ende, wie gesagt, müssen wir gegen alle spielen. Und dass es das nicht einfacher macht, ist klar. Aber wir sind weiterhin im Prozess. Wir versuchen weiterhin, unsere Punkte zu sammeln und bleiben weiterhin positiv. Walter, Nils sagt es gerade schon, Borussia Mönchengladbach befindet sich in einem Prozess, also ein großer Umbruch auch. Man fragt sich so, in welche Kategorie darf man Borussia Mönchengladbach jetzt einordnen? Eigentlich ein großer Name, großer Traditionsclub, erfolgsverwöhnt auch aus der Vergangenheit, letzte Saison. Viele Probleme auch gehabt mit den Trainern etc. Also in welche Kategorie darf man Borussia Mönchengladbach aktuell einordnen? Sag mal so, ich habe meine Jugend auf dem Bökelberg verbracht und habe die Meisterschaften in den 70er Jahren noch miterlebt, die Nils Schmadtke nur im Museum besichtigen kann. Für mich ist Borussia immer ein großer Club und sie reihen sich aber leider ein in die Krise der Traditionsclubs, die wir auch woanders sehen, HSV, Schalke, 1. FC Köln. Da macht Borussia Mönchengladbach leider keine Ausnahme. Und 4 Trainer in 4 Jahren zeigt natürlich, da steckt irgendwo ein Problem. Jetzt schauen wir uns gemeinsam an, die Trainer, die in diesen letzten 4 Jahren entlassen wurden, beziehungsweise die Borussia auch trainiert haben. Denn das sind ja, wie gesagt, Walter hat es gerade schon erwähnt, 4 Trainer gewesen. Sioane ist der aktuelle, Daniel Farke, Adi Hütter zuvor und dann Marco Rose. Wie lässt sich diese Trainerfluktuation erklären und warum wird jetzt mit Sioane alles anders? Ich glaube, wir tun gut daran, nicht über die Vergangenheit zu reden. Wir sehen jetzt in die Zukunft. Mit Gerardo haben wir einen herausragenden Trainer, der die Mannschaft immer wieder gut einstellt. Wie gesagt, wir hatten ein schweres Startprogramm. Aber ich glaube, man sieht, dass es eine Entwicklung in der Mannschaft gibt. Und ich glaube, das ist das, wo wir aufbauen wollen und wo wir weiter unseren Weg gehen möchten. Das, was vergangen ist, das ist passiert und da hat man ja, glaube ich, jetzt auch gesehen in der Sommerpause, dass da einige Änderungen vorgenommen wurden, nicht nur auf der Trainerposition, sondern auch im Staff und auch in der Mannschaft. Also wir befinden uns, wie gesagt, in einem Umbruch, in einem Prozess und wir tun gut daran, dass wir jetzt einfach in die Zukunft gucken und wir versuchen, jedes Spiel wieder neu anzusetzen, wieder das, was wir vorher gut gemacht haben, mitzunehmen, das, was wir schlecht gemacht haben oder nicht so gut gemacht haben, abzustellen. Und in diesem Prozess befinden wir uns. Du hast ja bei deinem Amtsantritt in Gladbach gesagt, es gibt viele Themen, die wir gemeinsam mit dem Trainer angehen wollen. Wir wollen mit der Borussia gemeinsam einen erfolgreichen Weg gehen. Wie genau soll aber dieser Weg aussehen? Wir wollen weiterhin auf junge Spieler setzen. Wir wollen unsere, wie wir immer sagen, dritte Säule stärken, also eigene Spieler immer wieder aus der eigenen Jugend in den Fokus bringen. Wir wollen die Säule 2, wie wir sie nennen, mit Top-Talenten immer wieder bespielen. Und ich glaube, das sieht man jetzt auch. Wir haben Rocco Reitz, natürlich dann durch die Verletzung von Jonas Omlen, jetzt Moritz Nikolas. Und genau das ist der Weg, den wir gehen und den wir gehen wollen.
Und wir sind jetzt, wie gesagt, dabei, uns immer noch zu finden, immer wieder Abläufe reinzubekommen. Und man sieht von Spiel zu Spiel, jetzt lassen wir die eine Halbzeit in Darmstadt mal außen vor, man sieht einfach einen Prozess dieser Mannschaft, den gehen wir weiter. Und Erfolg ist nicht dann gleichermaßen irgendwie zu verbinden mit einem Tabellenplatz, sondern wir wollen Erfolg hier auf den Platz bringen. Wir wollen die Fans auf unsere Seite bringen und genau das ist das Ziel. Ja, apropos Fans, wie lange halten die denn still? Sind die Borussia-Fans, ist die Nordkurve noch ruhig und wie lange wird sie ruhig bleiben? Ich glaube, es geht immer um die Art und Weise, wie wir spielen. Und die Fans sehen, dass wir alles auf den Platz lassen, dass wir alles geben. Und dann stehen die Fans auch hinter uns und dann gehen die diesen Weg auch mit uns. Wie man das jetzt gesehen hat, nach allen Spielen war der Support da. Auch in Darmstadt nach der ersten Halbzeit war der Support weiter da. Und das zeigt einfach, dass die Fans, die ganze Kurve, alle hier in dem Stadion und auch alle drumherum, dass die diesen Weg mittragen. Man sieht auch an den Mitgliederzahlen, die immer weiter steigen, dass die Fans einfach hinter diesem Verein stehen und auch diesen Weg mitgehen. Und wenn man nach draußen guckt, sei es im Trainingslager, bei den Trainingseinheiten, die Menschen sind positiv und unterstützen uns in unserem Weg. Und das wird auch weiter so bleiben, wenn wir immer wieder alles auf den Platz lassen, was wir auch tun. Eine besondere Brisanz hat dieses Spiel ja auch mitgebracht gegen Leipzig, weil Max Eberl das erste Mal seit seinem Aus bei Borussia Mönchengladbach wieder zurückgekehrt ist nach Gladbach. Und dementsprechend natürlich hat man auf die Fans geblickt im Stadion, also die Gladbach-Fans, wie die denn darauf reagieren, dass Max Eberl zurückkehrt. Bevor wir uns das Plakat anschauen, Nils, hattet ihr im Vorfeld mit den Fans kommuniziert? Also es war ja erwartbar, dass etwas sicherlich gegen Max Eberl passieren würde. Auf Seiten der Geschäftsführung gab es Kontakt, aber es gab dann keine Detailabsprachen, nein. Walter, schauen wir uns gemeinsam das Plakat an, das gegen Max Eberl im Stadion dann im Borussia-Park auch ausgestellt wurde. Also ein Max Eberl in Form eines Schweinchens mit Krankenschein. Erst hole ich mir einen Krankenschein, heißt es da, dann zähle ich weiter Schein für Schein. Dass dieses Plakat geschmacklos ist, da brauchen wir nicht drüber streiten, aber war sogar Schlimmeres zu erwarten? Ja, also sagen wir mal so, die Messlatte liegt da ziemlich niedrig. Man hat sich ja malerisch dann noch ein bisschen Mühe gegeben mit dem Schwein. Natürlich ist es daneben, aber es gab, das muss man auch sagen, schon in Gladbach, aber auch in anderen Stadien schon weitaus schlimmere Geschichten. Also so gesehen ist Max Eberl noch halbwegs glimpflich davongekommen. Und ich bin sicher, kann ja Nils Schmatt bestätigen oder auch nicht, dass sich die Gladbacher Verantwortlichen auch bei Eberl hinterher entschuldigt haben. Habt ihr das, Nils? Habt ihr mit ihm gesprochen? Ich habe mit Max telefoniert nach dem Spiel. Er ist mit einem positiven Gefühl aus dem Stadion gegangen. Nicht nur aufgrund des Ergebnisses wahrscheinlich, sondern auch, weil er viele Menschen getroffen hat, die ihn begrüßt haben, über die er sich gefreut hat, die zu sehen. Und er ist, mit einem positiven Gefühl nach Hause gefahren. Nils, zu dir persönlich auch und deiner jetzigen Rolle als Sportdirektor bei Gladbach. Du hast ja vorher viel im Scouting-Bereich auch gearbeitet, hast selber, wie gesagt, für die Borussia auch die Handschuhe getragen im Kasten. Inwiefern ist das jetzt für dich auch eine ganz neue Rolle und wie wird man eigentlich von einem Scout zu einem Sportdirektor? Also wie groß ist die Herausforderung jetzt auch für dich? Es ist eine große Herausforderung. Ich glaube, dass es eine neue Aufgabe ist, immer wieder auch Dinge lernen muss. Mit 34 Jahren ist man, glaube ich, noch nicht fertig. Das ist auch eine Entwicklung für mich selber. Ich bekomme die Unterstützung von Roland Wirkus, von Steffen Korrell, von Mario Vossen. Und wir arbeiten im Team zusammen. Es ist natürlich eine Herausforderung. Früher war die Arbeit sicherlich anders als Scout. Dann war man jede Woche auf dem Platz. Jetzt geht es mehr darum, unten in der Kabine zu sein, beim Trainer zu sein, sehr eng mit ihm zusammenzuarbeiten, mit der Mannschaft eng zusammenzuarbeiten, gewisse Schwingungen zu spüren. Und das ist natürlich anders, aber es macht großen Spaß. Und alle hier in diesem Verein unterstützen mich. Und das macht es natürlich dann nochmal einfacher. Der Name Schmatt ist ja nicht ganz unbekannt in der Bundesliga. Ne? Das ist sozusagen eine Familientradition, immer einen Schmattke zu haben. Wie ist der Kontakt mit Ihrem Vater? Der ist ja gerade in Liverpool tätig. Telefoniert man da jeden Tag? Lässt sich Tipps geben? Er kennt ja Borussia Mönchengladbach auch sehr gut. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, jeden Tag sicherlich nicht. Das lässt die Zeit oder seine Zeit und als auch meine Zeit überhaupt nicht zu. Aber wir telefonieren schon regelmäßig, wir tauschen uns aus. Aber wir haben auch viele private Themen. Also er ist zweifacher Großvater. Also er fragt mich eher vor allem nach meinen Kindern und nach meiner Frau, als dass wir dann über die sportlichen Thematiken zuerst sprechen. Und dann hin und wieder gibt es natürlich Themen, über die wir dann sprechen, wo ich mir vielleicht den einen oder anderen Tipp auch hole, wie er mit einer gewissen Situation umgehen würde. Es ist immer eine gute Mischung zwischen uns beiden, beruflicher, aber vor allem auch privater Natur. Gibt es mehr Gemeinsamkeiten zwischen Papa und Sohn privater Natur, was den Charakter betrifft, oder beruflicher Natur? Also ich glaube, beruflicher Natur, da muss ich noch einiges lernen. Ich glaube, er hat jahrelang ganz ordentliche Arbeit in der Bundesliga geleistet. Privater Natur haben wir sicherlich gewisse Charakterzüge, die sehr ähnlich sind. Ich sage dann auch Spaß immer, ich komme trotzdem mehr nach meiner Mutter. Aber wir haben sicherlich den einen oder anderen Charakterzug, der schon sehr ähnlich ist. Sie waren ja selber Torhüter und Sie sind vom Fach sozusagen, Sie können es beurteilen. Julian Nagelsmann wird ja möglicherweise im Hinblick auf die EM vor einer Entscheidung stehen, Neuer oder Ter Stegen. Sie als Ex-Torwart, als Gladbacher, ist Ter Stegen die klare Nummer 1 für Sie in Deutschland? Oder als deutscher Torwart? Also erstmal glaube ich, dass wir jetzt über zwei Weltklasse-Torhüter sprechen. Bei Manuel Neuer geht es, glaube ich, darum, dass er gesund wird, dass er fit wird, dass er zu alter Stärke zurückkehrt. Und dann wird man sehen. Dann wird man sehen, wie sich beide präsentieren bei ihren Vereinen. Und dann ist es daran, deswegen haben wir ihn dann auch, am Bundestrainer zu entscheiden, wer am Ende im Tor steht. Wie das am Ende ausgeht, werden wir sehen. Aber ich glaube, wer auch immer von beiden im Tor steht, wir haben zwei herausragende Torhüter, die für die deutsche Nationalmannschaft dann auf dem Platz stehen werden. Okay, also das war jetzt die diplomatische Variante. Jetzt frage ich nochmal knallhart, ist Ter Stegen der beste deutsche Torhüter aktuell? Sie werden von mir da keine klare Aussage bekommen, weil beide auf ihre Weise herausragende Torhüter sind. Und für mich sind beide auf einer Ebene. Und ich glaube, beide bringen jeweils dem Spiel etwas und können dem Spiel etwas geben. Und da gibt es keine Abstufung bei den beiden. Wäre Nils Schmadtke, sofern er denn weitergespielt hätte, der beste deutsche Torhüter heute? Also das kann ich ganz klar mit einem Nein beantworten. Das wäre sicherlich nicht so, nein. Nils, du darfst jetzt auch in unserer nächsten Rubrik mit Ja oder Nein beziehungsweise Stimmt oder Stuss antworten und dann deine These belegen. Stimmt oder Stuss ist eine Rubrik bei Lage der Liga. Da geben wir dir Thesen vor und du darfst mit Stimmt oder Stuss antworten. Die erste These lautet, Klopp holt auch den zweiten Schmadtke nach Liverpool. Und dazu haben wir ein Foto vorbereitet für dich, Nils, um dir das schon mal schmackhaft zu machen, dass du es dir ansehen kannst. Du gemeinsam mit deinem Papa neben Jürgen Klopp. Was sagst du dazu? Stimmt oder Stuss? Es ist absoluter Stuss. Aber Liverpool grundsätzlich ist sicherlich ein interessanter Verein auch für dich irgendwann. Ja, also Liverpool ist ein Top-Verein, absolut. Ich freue mich, dass mein Vater da ist. Ich glaube, das ist für ihn am Ende seiner Karriere dann nochmal ein schöner Weg, den er gehen konnte. Ja, über Liverpool als Club brauchen wir, glaube ich, nicht zu sprechen. Es ist ein herausragender Verein. Und die zweite These, bevor wir dir die sagen, hören wir erstmal, was Steffen Baumgart, Coach der Kölner, zu sagen hat, weil darauf beruht sich diese These. Da haben Sie recht, wenn Sie schön Fußball spielen sehen, dann können Sie nach Leverkusen gehen, wenn Sie noch schöneren sehen wollen, mit mehr Emotionen und auch im vollen Stadion, wo Sie nicht aufrufen müssen, dass Leute kommen, dann kommen Sie zu uns. Also ist doch, der FC steht in dieser Region über alles. Da kannst du 20 Mal UEFA Cup werden oder Vizemeister, ist scheißegal. Die zweite These lautet also, basierend auf dieser Aussage, Köln ist die Fan Nummer 1 am Rhein. Stimmt oder Stuss? Also wenn er vom Mittelrhein spricht, hat er wahrscheinlich recht. Wenn wir allgemein hier aus unserer Region sprechen, dann stehe ich doch ganz klar hinter unseren Fans hier im Stadion. Also von dem her würde ich dann in der Kategorie sagen Stuss. Ist es eigentlich ein kleiner Trost, dass der FC noch einen Punkt schlechter ist als Borussia gerade? Es geht nicht darum, gerade für uns auf irgendwen anderes zu schauen. Wir schauen auf uns selber. Wir wollen jetzt peu à peu Punkte einfahren. Und tun gut daran, wie gesagt, an unserer Entwicklung festzuhalten, an unserem Prozess. Und da schauen wir nicht auf andere, wir schauen auf uns selber. So, wir brauchen jetzt noch ein Stimmt. Wir hatten jetzt nur Stoß, deswegen lege ich jetzt mal eine These einfach in den Raum. Die Nürnberger
italienischen Gastronomen bieten besseres Essen an als die Gastronomen in Gladbach. Ist das stimmt oder Stuss? Jetzt mache ich mir in Gladbach wahrscheinlich keine Freunde, aber aufgrund der Verbundenheit dann ja auch zu dir sage ich dann jetzt, stimmt. Also mal auch aufzuklären, warum wir uns duzen. Nils kenne ich aus Nürnberger Zeiten, der ist ganz oft bei meiner Tante, die hat ein italienisches Restaurant zum Essen gewesen. Also hätten wir das auch geklärt, ja. Ja, hätten wir es auch geklärt, damit sich nicht jeder fragt, wieso duzen die sich, wieso kennen die sich, haben wir auch abgehakt. Nils, besten Dank für deine Einschätzungen und dass du bei uns zu Gast hast. Und wir hoffen natürlich, dass es in Zukunft besser läuft mit Borussia Mönchengladbach und auch für dich persönlich in deinem Job.